Hey Leute, willkommen zurück zu We Happy Few. Es geht weiter. Wir müssen zurück zu den Hexen. Und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu dieser Aktion. Und natürlich auch danke fürs Liken und Kommentieren. Das ist super cool, dass ihr das macht. So, dann laufen wir mal dahin. Zu den kleinen sexy Hexis. Übrigens danke an den Old One, der sagte, das ist eine Anspielung an die drei Hexen von Shakespeare. Ich muss zugeben, ich habe das nicht in der Schule gehabt und ich bin jetzt privat nicht so ganz interessiert an Shakespeare. Weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Shakespeare. So, dann gehen wir mal dahin. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Nebenmissionen, glaube ich, aber die weiß ich auch nicht jetzt. Also, ich kann sie nicht annehmen, die eine. Mit den Anpassungen. So, ich habe Gwendy noch mal ein bisschen geknuddelt. Die Hoffnungstruhe war es, genau. Wo sind all die Amerikaner hin? Ah, schon wieder Telefon. Ja, ja, ja. Immer dieses Telefon. So, Leute, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wir haben die Handwerker im Haus, die sind ganz schön nervig. Erst hieß es, die kommen um 10, dann waren sie kurz vor 9 schon da. Und ich kann das nicht aufnehmen mit der Zeit. Und jetzt waren die da und müssen schon wieder weg. Und man muss sich mal vorstellen, wir haben eine Dusche. Ja, die können wir gerade nicht benutzen. Wir duschen gerade quasi in der Badewanne aktuell. Jetzt mal so ein bisschen off-topic vom Spiel. Also ich hoffe, das nervt jetzt euch nicht so. Ansonsten skippt mal vor bis zu den Hexen. Und die haben einfach mal, da sind so Stützstreben auf dieser Wanne, auf der Duschwanne, ja. Und diese Stützstreben haben sie einfach mal vergessen. Und deswegen biegt sich das. Even though Mommy leaves you, I talk to you in my mind. There's so many things I want to tell you, so you don't make the same mistakes I did. Ja, und deswegen biegt sich das so durch und wir haben hinten so eine Epoxidharzwand. Die hat die Vermieterin hier ja reingemacht, weil die so super cool ist angeblich. Ja, und die hat Risse bekommen und da ist das Wasser in die Wand gegangen und wir hatten Schimmel. Und das mussten sie jetzt alles aufbohren und die Wand rausbrechen und ah, hast du nicht gesehen. Jetzt machen die halt richtig, richtig Terz und Krach da oben. Ich hoffe mal später zum Stream ist Ruhe, sonst gehe ich auf die Barrikaden, weißt du, weil die haben jetzt über einen Monat haben wir das jetzt schon. Über einen Monat und die haben es jetzt erst für nötig befunden, Handwerker herzuschicken. Also es ist sogar intern von der Vermietung. Ist das herbestellt? Da denke ich mir auch so, ja, cool. Anscheinend liegt ja nicht viel an deinem Eigentum, du alte Zibbe. Das Grau. Ja, das kriege ich auch hier mit Handwerkern, meine Güte. Und dann verlangen die ein Heidengeld, aber wie gesagt, zahlt ja die Vermietung, nicht wir, ne? Ist ja nicht unsere Schuld. Guten Tag. Und anscheinend war das schon mal, weil bevor wir eingezogen sind, ne? Ja. I sort of feel stronger, actually. I think I can actually carry a bit more. You can't prove it's magic, though. What if it's psychosomatic? So what if it is? You're still feeling stronger. I'd rather you taught me about herbs. I need them. For the drugs I have to make. Patience. You are close to the learning you seek. Our hinge has been occupied. The old stone circle. The wedding party stones. There is ancient power there. The sacred circle has been polluted. If you can clear it, then we'll teach you about the herbs you need. Well, that sounds sort of fun and righteous. Why not? Das klingt lustig, sagt sie. Ja, bin ich auch sehr lustig. So, wir müssen übrigens noch die Puppe befreien. Wo ist es denn? Guck mal, da vorne ist das Haus von den komischen Verrückten, die mit ihren Pilzen. Ah, alles klar. Unmögliches Versuchen. Es ist früh am Morgen und hier sieht es aus wie mitten in der Nacht. Seht ihr mal, das ist total witzig. Was denn hier? Aha, da stehen sie Wache. Da bin ich aber schon eingebrochen, oder? Nee. Nee. Ach, hier war die Pumpe, ja. Wo ich letztes Mal ein bisschen Scheiße gebaut habe. Mom would probably say this isn't ladylike. We could all use a bit of help, couldn't we? I better not catch you getting into my stuff. Tja, gut. Warte mal, ich wollte ihm jetzt was überziehen. Aber ich habe ihm letztes Jahr schon eine Spritze gegeben. Das war nicht so eine gute Idee. Ja, habt ihr gemerkt, ne? Der Bruger immer so brutal, wenn er es helfen will, dann macht er die doch alle kaputt. Hey, ich wollte nochmal gucken, Mann. Oh oh. Na gut, beruhig dich mal. Wir jetzt hin und her rennt. Die Pissflitsche. Alles klar, da ist es schon. Wie soll ich reinigen die Hochzeitsteine? Do you think it's sweet enough? Why don't you taste it? Seriously, you won't dive in just a smidge. It'll just make everything burn a little brighter, is all. Back at the house, we'll give everybody a huge cup of it. It doesn't hurt when we free our souls from their fleshy prisons. Does it? I think your heart races for a bit, and then off we go to the ethereal plane. Why don't we use hemlock? Like how Socrates killed himself. Hemlock doesn't hurt at all. My God.
They're brewing poison. Because we already made two big batches of ditch slax. Can you imagine if we came back to the Reverend Father with a big bowl of hemlock now? He'd laugh at us. Might not even let us come along on the sacred journey. I'll just keep stirring then. All our questions will be answered once we're no longer in the prison of our bodies. That's what he said, right? It's some sort of suicide cult. I'm not going to let them poison a whole bunch of people. Oh, God. Now I've got to get rid of this poison. Oh, Raute. I didn't know where else to go. I'm sorry. Did he lock you out? You're here for Rue, I imagine. Rue? Why the hell would I need Rue? She's not... That's an abortifacient. Oh! I'm not pregnant. I can't be. Joy's a contraceptive. The regular kind is. Oh, God. I'm such an idiot. You have a lot to think about. If you keep it... Then we'll help you as much as we can. You'll need to be very brave, dear. Much braver than if you don't. Oh, ist voll nett, die haben mir geholfen. Ich meine, das ist echt eine nette Sache. So, wie kann ich die jetzt erstmal ablenken hier, die Jungs und Mädels? Habe ich denn genug Flaschen? Ich habe keine Flasche dabei, verdammt. Ich meine, ich kann die ja schlecht töten, oder? Dann wäre ich nämlich nicht besser. Nicht tödlich. Ja, das gewinnende Argument ist natürlich tödlich. Meine Parapluie. You've got a bloody nerve coming in here. Just lie back and think of... Die sich noch wehrt. Gegen die Wirkung. Don't tell. No one likes a tattletale. A tattletale. Ich finde dieses Britisch so geil. Oh oh. Hat's einer mitgekriegt, hä? I guess there's nothing we can do for him now. It's your own fault. Nein. The way you look at me. Ow. Robber. What is this? Da. Hört mal ruhig jetzt. Ruhig dich, Mädchen. You tell, so it was your idea. Wenn du es verrätst, sage ich, es war deine Idee. Ist für sie so super. Die ist klasse. Mm. Lecker, lecker, lecker. So, beim Hexenfelsen Bericht einreichen. Machen wir doch gleich. Oh, Glasflaschen, die brauche ich mal. Alles gut, dann haben wir es ja aufgehalten, diesen Selbstmordkult. Aber wer weiß, ob das nicht für die besser ist? Ich meine, die haben ja offensichtlich keine Lust auf die Existenz. I bet some of them could help. And they never ask awkward questions. But I'd have to be naughty nurse again, and I'm just not that. Ich hab's mir fast gedacht, dass sie mit ihrem Gummianzug damit zu tun hat, mit dem Reformclub. Reformclub. Ihr wisst schon, der Reformclub ist das, wo sie sich gegenseitig in Gummianzügen bestrafen. Ja, mit Elektroschocks und so weiter. What? A maiden, a mother, a wise woman. The people there. They were wearing these sigils. Oh Lord, the space god people. Ransom Mackenzie's congregation in Gardner House. They were making... Digital ax? In small amounts, it's a drug. More than that, it's a poison. You can make it from red foxglove seeds. We make all sorts of useful potions and things out of it. You could too.
I think their Reverend Father is planning for the whole lot of them to kill themselves. I can think of a lot of reasons to kill yourself in the Garden District. But no one should have their death chosen for them. You know about my mum? I remember there was a terrible accident. Your mum put the wrong herbs in the family dinner. The whole family died except you. It was just before the train, so I always wondered. It wasn't an accident, was it? I think she didn't want my sisters to be scared, all alone in Germany. So she killed them. And I guess she didn't want Dad to hate her. So she killed him too. And she couldn't live with herself. I don't know why she left me behind. Here. This is the recipe for Digitalax? And something more? Mix it into their poison, and it should change from poison to... let's call it an eye-opener. You'll need Digitalax for that, among other things. Come back, and I'll have the rest of what you need. You're making a sort of herbal blackberry joy, aren't you? You know your chemistry. I was on Harry Hayworth's team when we invented joy. One day I hope the goddess will forgive me for that. Wow, krass. Ich finde die Hexen immer respektabler. Das Gegenmittel, Digital Lags und was nicht alles. Hausmannskost, die defekte Pumpe reparieren, Peachys letzte Mission und Zweifel. Gegenmittel für Digital Lags. Digital Lags fertigen. So, Ablenkungsdauer ist vielleicht ganz gut. Heile besser. Was war das? Ja, das ist egal mit den Preisen. Fußstapfen aus größerer Entfernung sehen. Die Jäger, die mich entdecken, 13, habe ich noch 9. Kostet aber 15. Nein, ich nehme das hier. So, wie schnell das geht mit Sally, oder? Die ganzen Punkte. Ach komm, was soll denn der Schmand hier? Oh, der ist auch schon fast kaputt. Schade. So, wo haben wir es denn? Gegenmittel für Digital... Und dafür brauche ich... Ich habe schon alles. Ich finde es übrigens lustig, dass das Foxglove heißt. 20 brauche ich davon. Eieiei. Schlaf gut. Google lässt das Ziel kurze Zeit schlafen, kann er zu Stäubern für Fernangriffe verwendet werden. Das ist geil. Gute Nacht, Gracie. Blutgift. Eieiei. Dafür brauche ich noch mehr Lilienzwiebeln. Wo kriege ich die denn her jetzt, bitte? Da. Da würde ich mal sagen, wir gehen mal zurück. Oh Gott, muss ich jetzt weit laufen. Oh, was ist hier? Wildes Picknick. Honigbienen, Keller, Witch Peak. Vielleicht ist da oben ja noch was. Ich gehe mal Richtung Norden, Nordwesten. Ich hoffe nämlich darauf, dass ich jetzt bald wieder so eine Gleiszugangsluke finden werde. Ist ja noch nicht so spät. Ah, da sind Lilienzwiebeln. Sehr gut. Habe ich? Habe ich jetzt aufgesagt? Ah, okay. Nee, da liegen sie doch. Wow, da waren gar keine drin. Da sind gar keine drin, guck mal. Betrug? Oh nein, die Handwerker sind wieder da, Leute. Ich hoffe, jetzt wird es nicht gleich laut oder so. Ah, es ist nervig. Scheiß Handwerker. Jetzt mal ehrlich. Die machen vielleicht einen guten Job, ja? Und es ist nicht leicht als Handwerker. Aber... dass sie sich nicht mal an Termine halten können und einfach mal so kommen, wie sie Bock haben, finde ich auch nicht toll. Ohne Absprache, weißt du? Ich meine, ich arbeite von zu Hause aus, kein Problem. Aber, dass sie halt einfach mal so, wie sie Bock haben und ich sage nur, Leute, ich muss arbeiten, ne? Wir auch. Ja. Gemerkt. Geht aber eher ums Wann. Und nicht ums Ob. So, jetzt genug. Ich reg mich gerade echt auf über diese... Oh, sehr gut. Ja. Nehmen den Dietrich. Nehmen den Dietrich. Ich gehe nicht nach oben im Wissen, dass da obwohl das da was ist. Da ist doch einer. Perfekt. Die Foxgloves. Ja. Na, kein Schwein, hoffe ich. Whoops. Whoopsie Daisy. Ja cool, dann kann ich mir das Zeug jetzt herstellen hier unten. Eisenlunge reduziert Schaden durch Giftnebel. Und
die Verbrauchsrate für Gegenstände, die Strom brauchen. Ah. Hab leider keinen besseren Chemiesatz, aber das macht ja gar nichts. Was? Blutgift? Jetzt brauche ich einen verbesserten. Das ist doch... Digital Lags, dafür brauche ich auch die besseren. Ja, natürlich brauche ich den verbesserten dafür. Da. Dann ist das halt so, ne? Warum denn Brechtee? Das will ich. Warum ein Essen kann ich ja auch noch benutzen? Warum die Lilienzwiebel nicht? Da auch zum Herstellen von irgendwas. Oh, ne, den Pfeil will ich eigentlich nicht. Den Pfeil wollte ich mitnehmen. Warum ist der nicht dabei? Wo ist dann der Pfeil? Das ist der Pfeil. Okay, dann muss ich jetzt nochmal leider ein bisschen rumgucken. Aber gut, ich habe hier eine Zugangsluke, das ist schon mal... Oh, warte mal, ich habe den gar nicht aktiviert. Dödel. Oh, die arme Gwenny, die wird immer... Die braucht immer mehr Zuneigung. Brilliant. Now I won't need to cross all those bridges. Ja, perfekt eigentlich, ne? So. Was war das denn? Ich mir erstmal die Grabungsstelle da oben und vielleicht finde ich ja noch ein bisschen. Ah, wem erzähle ich das? Ich finde hier keinen Chemieaufrüstsatz. Aber ich würde gerne mal wissen, wo der Verrückte mit seinem Baumhaus hier ist. Oha. Ach du Scheiße. Das Minenfeld. Was zum Geier? Oh Scheiße. Wie diese kranke Musik. Ja, da hast du recht, die blöde Maske musst du nicht mehr tragen, ne? Ist schon mal ein Vorteil. Ah, Stachelziegel, na gut. Ach du elendes Minenfeld. Da war ich mit Arthur schon, aber mit Arthur konnte ich hier nichts machen, glaube ich. So, warte mal, ich will mal sehen, ob ich mir nicht diesen Zerstäuber. Halluzinex-Zerstäuber, dafür brauche ich Halluzinex. Und dafür brauche ich natürlich wieder Schmetterlinge. Und die Schmetterlinge, habt ihr gesagt, bekomme ich durch eine Nebenquest erst. Kann noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Ach, verdammt. Kann ich denn hier rein? Da kam ich rein, guck mal. Ich habe kein Multi-Werkzeug. Mist. Huch. Huch. Was macht sie denn da? Na, knacken wir mal eben, ne? Ich habe noch genug Spritzen dabei. Mhm. Alle drei Vorratsbestecke plündern. Ja, ist bestimmt ziemlich geil. So eine K.O.-Spritze. Vielleicht macht sie auch schön high, wer weiß. Ein Stein essen, sehr gut. Huch. Ich bin nicht hier. Ich übereinbildet hier. Oh, sieh mal da. Oh nein. Ich will nichts hier. Ich kann es mal versuchen, euch alle zu töten. Oh nein. Sadie kann das halt, ne? Nom nom nom, lecker Heilbalsam. Oh, ich muss heim zu Gwenny. Ich miss mein Baby.
It's happening. Don't question it. Oh, die Arschgeigen. Was steht der jetzt darum? This won't hurt a bit. Ah, der hat ihn gefunden. Alles klar. Und schon ist wieder alles gut. So. Oh, eine leere Leuchte. Passt irgendwie ganz zum Thema hier. Das sind nämlich auch nicht gerade die größten Leuchten, die Jungs. Hallo. Was für dich? I can't keep you on if you can't be friendlier. Wie gesagt, seid froh, dass ich so zartmütig bin, ja. Ich könnte einfach einen Hackeball nehmen und euch alle klein hacken, das ist kein Problem. Upsi. Warum kann ich die Flasche nicht nehmen? Warum nimmt sie die Flasche nicht raus, bitte? Ich verstehe es nicht. Nimm doch mal die Flasche. Oh Gott, ich glaube, mein F ist ein bisschen kaputt, Leute. Okay. Ihr seid wieder doof. Merkt das schon. Ja, meine F-Taste ist kaputt. Was soll das? Nimm das jetzt! Nimm das jetzt! Aha, gut sichtbar verstecken ist ein netter Skill, ne? Ich wollte sagen, das hast du doch bestimmt gehört, oder? Schlaf schön. Watch out, Downer! Oh, was? Nein! Wollte ich doch gar nicht. I guess there's nothing we can do for him now. This is our little secret. Was, Downer? Ich hab die falsche Spritze verabreicht. Oh nein, Gwenny. Ich muss schnell zu Gwenny, Leute. Ganz schnell. Und wenn ich dafür jetzt ein paar Leute kaputt hauen muss, ist mir doch egal. Oh, Chemielabor Aufrüstsatz, sehr gut. Mach doch. Oh nein. Was ist dein Problem? Schubsen. Aua! Benutze es doch. Die Feuer. Okay, ich mach Feuer.
Oh, schlaf schön. Ich muss schnell zu Gretel. Kiss my ass. Kiss my ass. Leck mich im Arsch. Na toll. Nicht noch einen umprügeln müssen. Aber es muss, ne? Hier. You'd enjoy it if you just relax. Get up the bloody hill. Aua. Na, wo ist er hin, hä? Ich muss dringend zu gewinnen, Kinder. Wo haben wir es denn? Ich kümmere mal was von deiner Hypophyse mit, ja? Dankeschön. Ja, kein Problem. Oh. Schmutzige Grabungsstelle wurde raus. Okay. Wurde hinzugefügt. Oh nein, Kinder, ich muss dringend nach Hause. So. Meins, alles meins, meins, meins. Halt dich, halt dich, halt dich. So, Leute, jetzt aber flott, flott, flott. Ich hole mir die Grabungsstelle später. Ich muss wirklich erst schnell nach Hause. Arme Kind, das wird jetzt eh schon problematisch, weil ich schon zu spät bin. Ich meine, für sie ist es natürlich immer eine Riesenbelastung. Da. Nicht für das Kind, wahrscheinlich schon, ja, aber. Ich glaube, sie ist es gewohnt. Oh Gott, schnell nach Hause. Ja. There's no place like home. There's no place like home. Wenn das funktionieren würde, das wäre total cool, dass sie sofort nach Hause kommen könnte. Naja. Oh Gott. My feet are killing me. Ja, du bist doch ziemlich hungrig und dein Kind braucht dich, Frau. So, ich würde sagen, wir essen mal das verfaulte Brot. Warum habe ich das weggeworfen jetzt? Verdammt. Wir können es ja jetzt essen, ne? Ja, wie gesagt, das macht uns nichts mehr, wenn wir verfaultes Essen zu uns nehmen. Chemiesalz haben wir auch noch nicht, ja. Ich glaube, es macht ja Sinn, die Heimatstation aufzuwerten und dann was anderes. So, es kostet jetzt keine Zeit, wenn ich das hier drin mache. Digital Eggs, was wollen wir? Alle Cinex. Hier. Schlafgut zu Stäuber, dafür brauchen wir Schlafgut. Mhm. Schlafgut, wo ist es denn? Schlafgut, da haben wir es. Blutgift und Digital Eggs. Schade. So, wie viel brauchen wir denn davon? Oh, ich habe nur ein Bleichmittel. Was? Nur ein Bleichmittel habe ich? Ach du hier. Gegenmittel. Ja. Sehr gut. Dann noch Blutgift. Auch gerade so gereicht. Schlafgut, da haben wir es doch. So, und jetzt können wir vielleicht. Halluzinex zur Stäuber. Also, wir brauchen Halluzinex. Hm. Hier. Halluzinogen. Ach, verdammt, da war ja was. Halluzinex braucht ja auf jeden Fall wieder Schmetterlinge. Wo war denn der Zerstäuber? Nein. Hier, Schlafgut zur Stäuber. Da war es doch. Tada. Nimm gleich mal zwei. Geil, jetzt habe ich eine Fernkampfangriffswaffe, Leute. Ist es nicht fett? Hier. Der Sandmann kommt mit einem Sprühdingsbums. Fülle ihn mit Drogen, um ihn bis auf kurze Distanz zu verbreiten. Geil. Mom made the antidote, didn't she? In case she had second thoughts. Ich glaube, ist okay. Passiert nichts. Oh, wie gut ist das denn bitte? Jetzt kann ich einfach Leute einschläfern. Wenn ich das möchte. So, jetzt gehe ich erstmal schnell zu meinem Kind. Oh Gott. Das ist so furchtbar. Kind. Kind, ich komme. Aber irgendwie habe ich keinen Debuff. Ich müsste doch schon was kommen. Muss sich doch schon jemand melden jetzt. Also Gwenny in dem Fall.
So, jetzt aber schnell. Reit bestimmt schon die ganze Zeit. Ah, ich muss hier füttern. Hui, das Flugzeug. No. Süß. Ja. Muss ich aber in den Arm nehmen. Sometimes when I'm outside, I think I hear you crying when it's just the wind. Then I realize I don't hear you, and that's worse. As long as you're crying, I know you're alive. I suppose it's a strange thing for a mother to want her baby to cry. But you don't need to do it at this exact moment, darling. No. Na, was willst du machen? Oh, warte, was habe ich denn noch? Das war Werkbank. Ach, wer braucht das schon? Wer braucht das schon? Ich brauch's mit ihr hier sowieso nicht. So, ich pack mal. Essen. Das lasse ich mal alles. Na komm, das kann man eigentlich weg hier, die Sachen. So. Das brauchen wir nicht, auf keinen Fall. Brecheisen lasse ich mit dabei natürlich. Der Profusenextraktor, der ist vielleicht ganz super. Wie Sonnenschein ich hab. Ich bin so voller Sonnenschein. So, Waffen. Brauche ich nicht. Jetzt habe ich die zur Stäuber, das ist fantastisch. So, dann haben wir das. Blutgift. Das ist Gegenmittel. Ne, das ist gewöhnlicher Hypophysenextrakt. Leere Spritze. Das ist Gegenmittel für Digital Legs. Digital Legs. Achso, habe ich ja noch den Reformclub. Die Einladung. Cool. Und haben wir noch irgendwas, was weg kann jetzt erstmal so auf die Schnelle? Nee. Alles gut. So Leute, ich mach mal Schluss hier für den Part. Reicht das? Danke fürs Zusehen mal wieder. Danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns dann bald schon wieder zu We Happy Few. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.